Eine besondere Überraschung erlebten die Betreuer und Ausbilder des Oberstufenzentrums in Elsterwerda zum Jahresende. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, welche in der Einrichtung für eine Ausbildung fit gemacht werden, bedankten sich für die umfangreiche Betreuung in verschiedenen Praktikas im Handwerksbereich mit zwei eigens gebauten Blumenkästen, welche nun an die Kreishandwerkerschaft überreicht wurden. Gefertigt wurden die Blumenkästen von den Jugendlichen hier vom Oberstufenzentrum. Das sind unbegleitete Jugendliche, die hier zwei Jahre lang fit gemacht werden für die Berufsausbildung, ein Praktikum absolvieren müssen. Im Rahmen des Praktikums waren sie vier Wochen bei uns und hatten eine Idee, was könnten wir dem Oberstufenzentrum oder unserem Heim mitbringen aus dem Praktikum. Und da ist die Idee entstanden, wir fertigen Blumenkästen. Innerhalb kürzester Zeit konnten die Jugendlichen während der Praktikas gute Beziehungen zu den Ausbildern aufbauen, was bei den Ausbildern selbst ebenfalls für Überraschungen sorgte. Wie ich den letzten Tag früh in die Werkstatt kam und mir einen Abend vorher die Betreuerin von Etris sagte, das ist unser Künstler in der Einrichtung, und ich zu ihm gesagt habe, er möchte doch bitte mal die Mappe mitbringen mit seinen Bildern, präsentierte er mir dieses dreiteilige Leinwandbild und sagte ganz stolz, das ist für Sie, Maria. Ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil sowas ist mir eigentlich noch nie passiert, dass nach 8 Stunden Praktikumszeit mir jemand so ein tolles Bild, und er sagte auch Danke für das, was wir gelernt haben bei Ihnen. Also ich bin heute noch ergriffen, und das Bild bekommt in meinem Büro wirklich einen Ehrenplatz, Etris. Und wenn es klappt mit dem Auftrag in Elsterwerda und die Kundschaft zusagt, dass ich dich mitbringen darf, darfst du bei mir ein Praktikum machen, das verspreche ich dir. Insgesamt war man vor allem vom Interesse und großen Lernwillen der Jugendlichen sehr angetan. Im Gegenzug bedankt sich die Kreishandwerkerschaft mit einem gemeinsamen Besuch auf der Bau- und Gebäudetechnikmesse Bautec Ende Februar in Berlin. Die Jugendlichen mitgenommen, natürlich Erfahrungen in der Bearbeitung von Holz, das war ganz interessant, unterschiedliche Holzarten und das Sägen damit zu lernen. Dann im Bereich Kfz-Mechatronik haben sie gearbeitet, im Bereich Metalltechnik, da war unser Obermeister zugegen. Und natürlich hat sich daraus entwickelt auch die Möglichkeit einer weiteren Beziehung zwischen Handwerksunternehmen und dem Jugendlichen. Die Kreishandwerkerschaft ist nun bestrebt, die Kooperation fortzuführen, auszubauen und zu vertiefen. Unsere Willkommenslotsin, die Frau Petrich, ist sehr stark unterwegs in den Unternehmen, und wir haben auf jeden Fall freie Ausbildungsplätze und Praktikumsplätze für diese Jugendlichen. Vielen Dank.